Studien zeigen, dass 50-70% der physiologischen Krankheiten, die uns veranlassen, einen Arzt aufzusuchen, auf die Aktivität unseres Gehirns zurückzuführen sind. Wissen Sie, was das bedeutet? Dass wir uns in erster Linie um unser Gehirn kümmern sollen und ihm das geben sollten, was es braucht. Allerdings gibt es heute so viele Meinungen über Food Brain. Die umstrittensten sind Schmalz, Kartoffeln und Reis. Wir wissen genau, dass sie eine Wirkung auf das Gehirn haben, aber welche? Wir werden das alles in diesem Video erfahren. Das Engagement für einen gesunden Lebensstil ist zu einem sehr verbreiteten Trend geworden. Wenn wir uns in den Regalen umschauen und uns die Zusammensetzung der einzelnen Produkte ansehen, können wir mit Sicherheit sagen, welche Lebensmittel gesund sind und welche dem Körper schaden können. Gleichzeitig zeigt die medizinische Forschung, dass dieser Ansatz zur Ernährung relativ ist und viele Lebensmittelsubstanzen enthalten, von denen wir nicht einmal wissen, wie sie sich auf den Körper auswirken. Hier ist eine Liste von 13 Nahrungsmitteln, die unsere Psyche beeinflussen, von denen 5 eine negative Wirkung haben. Erste: Cornflakes enthalten Protein, Gold, Phosphor, Eisen und Silizium sowie Magnesium, das ein reibungsloses Funktionieren des Nervensystems ermöglicht. Und Vitamine der Gruppe B, die auch in Maisflocken enthalten sind, helfen bei Depressionen oder Stress. Zweiter: Speck enthält seltene Arachidinsäure. Es kommt in Körpergeweben vor und ist für die Gehirnfunktion essentiell. Sie trägt auch zur Bekämpfung der Alzheimer-Krankheit bei. 3. Schwarze Schokolade enthält Flavonoide, Substanzen, die für die Aktivierung von Gehirnzellen verantwortlich sind. Dieses gesunde Dessert erweitert die Blutgefäße, stimuliert das Gehirn und liefert Sauerstoff. 4. Folienkartoffeln sind reich an Kalium und enthalten auch Glucose, B-Vitamine und Aminosäuren. All dies erhöht den Blutfluss zum Kopf, sodass das Gehirn die notwendige Energie erhält. 5. Kurkumin, der Hauptbestandteil von Curry, enthält viele Antioxidantien. Sie kämpfen gegen die Alterung des Gehirns und unterstützen kognitive Funktionen, die mit dem Alter abnehmen. 6. Safran enthält einen ganzen Mineralstoffkomplex, viele B-Vitamine und Ascorbinsäure. Es verbessert die Gehirnfunktion und heilt sogar nervöse Störungen. 7. Zimt fördert die Gehirnfunktion durch den Gehalt von 3 wichtigen Komponenten: Zimtalkohol, Zimtaldehyd und Zimtacetat. Der Geruch von Zimt hilft bei der Lösung von Problemen im Zusammenhang mit Konzentration, visuellem Gedächtnis und Reaktionsgeschwindigkeit. Es gibt jedoch 5 Nahrungsmittel, die auf den ersten Blick gesund erscheinen, sich aber in großen Mengen negativ auf das Gehirn auswirken. Weißer Reis enthält einfache Kohlenhydrate, die es den Glukosemolekülen ermöglichen, sofort in den Blutkreislauf zu gelangen. Es gibt Schwankungen im Zuckergehalt, die sich sehr negativ auf die Gesundheit des Gehirns und des Nervensystems auswirken. 2. Thunfisch enthält sehr viel Quecksilber, dessen Überschuss zu Gedächtnisproblemen führen kann. Das Produkt enthält auch polychlorierte Biphenyle, toxische Substanzen, die als Hormone wirken und das Nervensystem zerstören. Hülsenfrüchte enthalten Gerbsäure, deren Überschuss die richtige Aufnahme von natürlichen Mineralien wie Eisen verhindert. Dies kann zu einer schlechten Blutversorgung des Gehirns und Anämie führen. 4. Getreide enthält Gluten, das für die Keimung unerlässlich ist. Gluten-Antikörper, Eiweißverbindungen, die mikrobielles Wachstum verhindern und die von ihnen freigesetzten toxischen Produkte zerstören, können auch auf für uns sehr wichtige Substanzen einwirken, deren Regulation Panikattacken und Depressionen auslösen kann. 5. Schimmelkäse enthält Tyramin, eine Substanz, die durch den Abbau von Eiweiß und Produktveränderungen entsteht. Tyramin erhöht den Blutdruck signifikant und kann Migräne verursachen. Wie Sie sehen, ist das Gehirn also ziemlich launisch und wählerisch, was die Ernährung betrifft, und nicht alle Nahrungsmittel kommen ihm zugute, auch wenn Sie das glauben. Seien Sie vorsichtig, was Sie essen, und schreiben Sie in die Kommentare, was Sie über diese Lebensmittelliste denken. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und einen klaren Kopf.